Hallo. Hallo. Zwanzigster ist schon. Entschuldigung, dass ich das jetzt so reingehalten habe. Naja. Vierter Advent. Desaster. Ein Desaster. Hat es mir so gewünscht. Bin heute Morgen aufgestanden, darf ich das kurz erzählen? Ja, es geht uns schlecht. Entschuldigung, es geht uns nicht schlecht, es geht uns den Umständen entsprechend, möchte ich sagen. Naja, es ist wahrscheinlich auch Weihnachten, das sind auch die Schwankungen. Gestern war es eigentlich ganz, heute war durch dieser vierte Advent-Druck mit dem Singen und... Ich habe auch schon eine Kerze hier heute, ich habe gedacht, wir machen es mal ein bisschen beschaulich, aber das hat ja alles überhaupt keinen Sinn. Es wird ja alles kaputt gemacht und negiert. Was? Was passiert ist? Ne? Das war ja eher dein Dings, ne? Natürlich ist ja immer mein Dings, ne? Entschuldigung. Ich hatte mir einmal gewünscht. Ich habe gesagt, wir haben es beim ersten Advent nicht hingekriegt. Wir haben es beim zweiten Advent nicht hingekriegt. Beim dritten Advent haben wir es nicht hingekriegt. Heute ist die vierte Kerze. Da habe ich mir gewünscht, dass wir dieses eine praktisch sozusagen vor der Heiligen Nacht, ja, einmal an einem, und es ist auch noch Sonntag, ja, aufstehen. Ich mache ein wirklich schönes Frühstück. Ich habe mir den Wecker wirklich früh gestellt. Ich habe wenig geschlafen, ja. Habe mir den Wecker gestellt, um gemeinsam mit meiner Familie, ja, am runden Tisch zu sitzen, den Adventskranz anzuzünden und die Lieder anzustimmen. Das habe ich mir so gewünscht. Ja? Ich liebe das. Ja? Es ist Wochenende, die Kinder müssen fast früher aufstehen, als wenn sie in die Schule gehen. Wir wurden aus dem das können Bett, sie doch einmal machen. Ja, wir wurden aus dem Bett herausgetrommelt, möchte ich sagen. Vierter Advent, vierter Advent! Wir sagen euch an den vierten Advent. Seht, die vierte Kerze brennt. Freut euch alle. Christen, freut euch. Ne, das war überhaupt nicht möglich. Ich habe, und das ist ja so, man sitzt ja dann am Tisch. Ne? Niemand in der, man sitzt, es war keine Konzentration. Wer will aus dem Bett heraus? Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich stimme an und ich erwarte, dass einmal und vor allem du, wir sind 14 Jahre zusammen, dass du das nicht hinkriegen kannst, nach 14 Jahren, ja, mir den Gefallen zu tun, wenn ich anstimme, mal einzusteigen, mal den Kindern auch zu zeigen, dass wir eine Einheit sind. Das ist Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Darf ich das jetzt einmal aus meiner Sicht, erzählen? Bitte mach das doch. Bitte lassen Sie doch mal aus seiner Sicht erzählen. Bin ich mal sehr gespannt. Wirklich bin ich gespannt. Schick gemacht habe ich mich auch. Adventsterrorist. Wirklich. Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Also wir wurden Sonntag, wo sich jeder denkt, vierter Advent, Sonntag, man kann ausschlafen. Nein, wir wurden in aller Früh rausgetrommelt, zum Frühstückstisch genötigt. Und den dort, ich wirklich schön gedeckt ja, hatte. Wirklich, das ist sehr, das stimmt. So. Nein, das bin Brötchen holen gegangen. Möchte es auch sagen, das stimmt, war sehr, war sicher von uns unfair oder von mir. Du hast einfach nicht mitgezogen und dann ziehen die Kinder nämlich auch nicht mit. Ja, dann sind die alle auf deiner Seite. Gebe ich zu, das war sicher nicht, also dass ich das zu wenig gewürdigt habe, aber jeder hatte eine andere Erwartung, nicht? Das ist vielleicht das Dilemma. Aber was hatte ich denn für eine Erwartung? Ich hatte nur die Erwartung, dass wenn ich mache, es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich Nacht,
Drum käme ich zu dir, mein Heiland auf Wahr. Kannst du bitte die Stimme richtig singen? Das ist ja, doch nicht das ist möglich. Ja, das ist dann wird das so ein Terror, nicht? Weil dann muss ich da, du singst die zweite Stimme, du singst die. Warum mir das so wichtig ist mit dem Singen? Ich finde einfach, dass ich fange da gleich wieder. Ich bin da jetzt auch. Wissen Sie? Wir haben eine Stimme. Und wenn wir singen, dann leben wir, weil wir atmen. Ja? Und ich empfinde das als... Ich habe das mal bei einer Trauerandacht gehört, dass man gesagt hat, spielen Sie keine Musik vom Band, singen Sie, weil Sie leben. Und das stimmt. Und dann fließt der Fluss des Lebens durch einen durch. Und wir sind plötzlich, sind alle, die Kinder und auch du, auch gerade du, bis dann mal vereint. So. Also, ich muss sagen, das macht mir Angst. Und die Kinder haben alles ignoriert. Ja? Und du hast mitgemacht bei diesen Liedern. Wie war es nochmal? Sag doch nochmal, wie das war. Die Lieder, wie die der dann gemacht hat. Oma sitzt im Zwetschgenbaum. Ich meine, und das andere? Mit dem. Der Spruch, wer ist es denn? Sag's der laut. Türe pumpert, das ist das Christkind mit seinem Klumpert. Gut, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann Gott, hast du ganz so laut, dann hast du Weihnachten verpennt. Ja, das ist, man muss ja das nicht so bierernst nehmen. Das ist ja nicht bierernst, aber man kann doch einmal besinnlich sein. Also muss jeder seine. Darf ich es jetzt trotzdem nochmal vom. Bitte! Da geht schon wieder aggressives Husten, kriege ich. Aggressives Verschleimung. Also, dann sitzen wir da um den Tisch, ja, die für Advent werden alle... Ja, aber ich kriege gar keine Luft, gell? Kann ich schon sagen, warum die jetzt so hustet? Das, wenn jemand in der Früh die ganze Zeit singt, nicht, in den halben Vormittag, es reicht ja da nicht ein Lied, nicht? Also, dass man sagt, oder ein Adventsspruch oder ein Lied, na, da muss ja ein gesamtes Adventsliederbuch durchgesungen werden mit österreichischen traditionellen Liedern, als Deutsche. Es wird schon... Stille Nacht, das ist ja das Nächste. Kommst du bitte her? Weil das ist ja zum Beispiel... Alles schläft. Sing doch die zweite Stimme jetzt mal. Du kannst es doch einmal für mich machen. Ich will nicht die zweite Stimme. Das meine ich. Er lässt sich nicht ein. Was? Einmal. Sing doch einmal für mich. Ich singe. Stille Nacht. Heilige Nacht, alles schläft. Das ist echt, guck mal, so blöd. Nein, aber das wäre doch mal, nein, entschuldige, das ist doch nicht blöd. Aber man, das ist doch eine Einigkeit eigentlich, wenn er sich mal drauf einlassen würde. Nein, das ist keine Einigkeit, wenn man gezwungen wird. Weil ich kann doch freiwillig, du kannst, ich singe freiwillig die zweite Stimme. Dann mach sie doch mal. Mach es doch einmal für mich. Jetzt will ich nicht. Du willst immer nicht. Ich weiß nicht, ich will immer nicht. Ich will jetzt nicht freiwillig, ich will jetzt nicht die zweite Stimme singen. Immer entscheidet der Mann wann. Immer dann der Mann wann. Ich hab da keine Lust mehr zu. So geht es für mich nicht. Du bist ja. Das ist. Das wären Weihnachten. Danke.